Sau. Und der rennt von mir weg. Oh, da war jemand anders, ich bin tot. Oh, wie ich den angehangen also, hab. Die Freude einfach so endet. Oh, da war jemand das anders. Das ist ja Feier, ne? Wo wir einmal gesniped haben auf diesen einen Typen und dann einer direkt neben uns stand. Ja. In dem Busch. War wirklich direkt neben mir. Mit einem AUS 50. Jetzt hat er mich gerade nochmal angeschossen. Ich bin nicht von das mir. War so verändert. Da sitzt einer! Was? Und dann ging's richtig los, ey. Hüften feuern aus der Videolle. Das war geil. Gutes altes Taviana. Mann, was ist denn da gerade für ein Produkt? Ist das etwa Schokolade? Ich? Das sind bestimmt die Cookies, ja, die auf deinem Schreibtisch waren. Du warst bestimmt voll, ja, mit Schoki. Ganz genau. Schoki! Wir laufen aber vor den Hangars lang, ne? Weil wir sind einfach geil. Dann geht so nass Nanto hoch und jagt dich. Ja, mach ich auch gleich. Nassen? Wie man, ja, mit einem nassen Lappen. Klar, du dicker Sahnehupfel. Ich bin voll mit Schoki. Der gute Utter. Utter. So, was hast du denn ausgemacht? Nichts. Die Spawnpunkte sind aber trotzdem immer noch Spannung so behindert, ne? Aushalten. Was sagst du, Kevin? Die Spawnpunkte sind aber immer noch so behindert, dass man immer da oben irgendwo spawnt, da. Bei Resino in der Nähe, oder nicht? Wie Kevin sich gerade gefreut hat, feier nicht immer noch. Ich bin doch nicht wieder gestorben. Wie witzig. Ich versuche mal nicht so viel zu rennen, weil dann, kann man nicht so gut schießen. So, Alter, ich hab abgesichert. Zweiter Hangar hier. Schippe, haben wir sind nicht eilig. Drinne. So, Alter, hier. Das ist ein Hangar hier. Das ist nichts drin. Aber man hat ja sogar rein theoretisch eine Sicht, wenn es funktioniert. Ja, also das ist deine Sicht, nur ein bisschen nach vorne versetzt gerade. Das ist total was anderes. Ey, guck mal, hier liegt ein Rucksack. Wenn ich noch keinen großen hätte, würde ich mich jetzt echt freuen. Also Kevin würde sich jetzt freuen. Ja. Denn der ist tot. Mhm. Was liegt da denn? Oh, sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig. Hast du gerade geschossen? Nee. Wer hat gerade geschossen? Ich weiß nicht, ich habe auch keinen Schuss gehört. Aber ich sehe, dass in der Feuerwache zum Beispiel eine Flare an ist. Ich habe gerade jemanden schießen gehört. Wo? Vor uns. Also Feuerwache? Sein. Also wie gesagt, da ist eine Flare an. Kann sein, dass du die Flare gehört hast. Nee, das war so tschum. Schuss. Tschum. Das war ein Grenade Launcher. Oh, da steht ein Typ und der sieht aus, als wenn er gleich mit wegballern würde. Grenade Launcher, ey. Hallo. Das heißt, hier kreucht jetzt auf jeden Fall irgendwer rum. Und wie lösen wir das Problemchen? Oh, wie ich das Problem jetzt aber gelöst habe. Behältst du das von hier vorne einen Augenblick? Ich renn mal. Hallo, hier ist gerade was passiert bei mir. Soll ich erzählen? Ja, wenn du das möchtest. Wir haben sowieso gerade. Da war ein Typ mit Gewehr und zu allem. Hat so gesagt, so, hallo. Und dann gesagt, hallo. Und dann sagt er, friendly? Ich so, yes. Und dann ist er weggegangen. Das ist doch echt nett von dem. Heftig, ne? Ja, was soll ich machen, wenn ich nichts hab? Sagen, nein. Nein. Und dann schlage ich ihn um. Oh, ich muss noch was essen. Ich bin bestimmt in Beresino rein, der ballert mich sowieso weg. Kann man im Liegen essen? Ach ja. So dieser Moment, in dem ich normalerweise sterbe. Ich bin jetzt gleich an der Feuerwache. Warte, ich esse noch eine Dose Peaches. Hinten ist die Tür auf. Ich weiß nicht, ob da noch regulär die Tür auf ist. Nein, Mann, da brennt auch eine Flare. Da ist auf jeden Fall jemand drin gewesen oder drin. Jetzt feuert er auf mich. Jetzt feuert ein MG auf mich. MG. Ganz bestimmt, Kevin. Panzer. Nee, wirklich, das war eine automatische, ganz schön schwere Waffe. Ja, wahrscheinlich eine AK. Ja, das klingt, ja, genau. Klingt logisch. Dachte ich mir. Hat sich angehört wie eine AK. Ich sehe im Tower zum Beispiel niemanden.
Ich wüsste nicht, wo da sonst jemand rumkriechen sollte. Er ist direkt an der Feuerwache. Wahrscheinlich ist er weitergezogen. Ich würde ja am liebsten oben auf die Feuerwache raufgehen, ne? Warte, ich bin jetzt in der Feuerwache. Okay. Jetzt die Treppe hoch. Ich sehe dich. Hier liegt ein Dingens. Flair, ne? Ja. Ja. Ist immer niemand. Nee, hätte ich auch schon gesehen. Risiko, hier ist was los. Ich überlege gerade, ob ich zum Tower laufe. Was macht ihr denn bei euch da? Das ist voll langweilig. Halt dein Maul. Ich lauf zum Tower, Pascal. Guck mal mit dem Binoculars da hinten in Richtung großes Zeltlager. Bam, 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 bam. Irgendwie sehe ich nichts. Mach die Augen auf. Ja, dann klappert er ja die Gebäude alle ab, ne? Und da ist er wieder. Aber letztendlich kommt er beim Zeltlager an, das stimmt schon. Hey. Weißt du, was gut wäre, wenn die Türen so ein quietschendes Geräusch machen würden? Dass man zum Beispiel, wenn man im Haus die Tür zumacht und dann noch hört, falls einer sich anfickt. Über Origins. So laut. Ganz genau. Also in der Militärbaracke war ja auch schon drin, ne? Seit wann kann man denn keinen Bipod mehr an den Mosin ranmachen? Ich hab schon den zweiten Kontakt überlebt. Ich hab einfach mit Hey geantwortet. Ich bin so ein Survival-König, ne? Ich kann ja wieder seinen ganzen Charme spielen lassen. Ja, ich hab richtig erotisch gesprochen. Aber das kommt wahrscheinlich, weil ich keine Waffe habe, ansonsten hätten mich schon längst getötet. Er muss hinten zum Zeltlager gerannt sein. Möglich. Ich kann leider nicht sehen, ob die mittlere Baracke auf oder zu ist. Ist zu auf, habe ich gerade gesagt. Achso. Ja, ein Zombie auf der Treppe zu bekämpfen, ist nicht die beste Idee. Ich habe eine Police Cap, jetzt bin ich bei der Aubergine. Oh, weh, der tötet mich jetzt. Aubergine, ja. Oder was? Mann, ich habe eine Police Cap, die ist aber richtig heftig. Und die habe ich gerade heile gemacht, jetzt sieht die aus wie... Oh, jetzt sehe ich aus wie der Obergangster. Alter, ist das heftig. So, Zombie weggesnackt. Ich habe so eine Polizeiweste, also den Overall. Ja, jetzt gibt man nicht an. True Story. Da liegt eine Mosin, aber ich kann sie nicht. Ah, das ist eine SKS. Haftig, ich hab sie mitgenommen. Haftig. So, im Flugzeugtower? Ja. Haftig, Haftbefehl, sag ich nur. Ja, wollen wir dann weiter und gucken und weiter? Wo bist denn du jetzt ganz genau, dass ich zu dir stoße? Hier. Hä? Ja, Dingens. Ja, hier im Feuerwehrturm. Achso, immer noch. Dann komm mal raus da! Player Kackstift. Wo ist denn mal? Wo ist denn Pascal? Ich hab gar keine Muni mehr. Halt mir gerade mal auf. Sehr gut. Das heißt, du hattest also nie Munition. Komm mal hinten raus, Junge. Was ist das hier, Munition? Komm mal hinten raus. Ich kann dir auch Munition geben. So eine komische Munition, oder? Ganz schön viel. SKS oder was? Hinten raus, ich bin vorne rausgerannt. Hallo. Da läuft er. Da war eine Negerin drin. Ein was? Ne was? was? Ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat. Was? Ja. Ich glaube, der hat einen MP5 oder sowas. Ja, die gibt's jetzt auch.
Eine schwarze Frau mit der MP5. Aber das Gebäude hier ist zu. Aber ich hab Hallo gesagt. Und die hat die Hose an. Was, Pascal? Keiner wartet draußen, die gehen beide rein. Kann sein, dass er, zu, dass er das zugemacht hat, weil er sich da... Weil er, ne? Ich geh vor. Okay. Der Kranke. Ja, du, das ist sowieso sick. Da liegt irgendwas Großes. Das ist ein Defibrillator, das ist gut. Ich kontrolliere den unteren Raum. Oh, geil. Oben ist die Tür auf. Ich mach Gott ein Bild. Okay, wenn du so doof. Nein. Das ist wie so heftig. Alles sauber, Pascal, alles sauber. Ja, mir oben auch. Und neue Stiefel für mich. Okay, raus aus dem Schuppen. Ich mich erschrocken habe, weil mein Handy vibriert hat. Okay, ich bin schon wieder raus. Josen! Gucken, was Kevin, der kleine Bob, mir geschickt hat. What the fuck? Wie lädt das noch? Warte mal. Vielleicht so, das in die Webcam halten, kann man das sehen. So geil. Das kann man nicht so gut sehen. Und dazu einen dicken Rucksack. Mit lila Netz. Ich wollte dich auf jeden Fall nicht töten, weil du einfach Styler bist. Ich sag doch. Ich feier das richtig. Ich hab extra die Hose ausgezogen, damit die Gummistiefel besser zu Geld bekommen. Der Hut kann echt einiges. Ja, ich sag doch. Oh, liegen Tote rum. Zwei. Ich bin jetzt bei dieser Industriehalle. Ja, ja. Ah, die Baracke ist auf. Oh, Mann, oh. Ganz Spaß wieder vorbei. Wieso bist du tot? Ich wundere mich, warum da zwei Tote liegen. Ja, okay, wenn da zwei Tote liegen, heißt jeder nicht hier. Da lagen drei Tote. Den komme ich nach rechts geguckt und haben ein bisschen getummelt. Hat. Da standen da zwei, die gerade. Oh! Alter, die feuern gerade richtige Salben auf mich. Alter, warum ist der ein bisschen laut? Hier ein Schreit. Sehr klein. Sehr klein. Ich brauche übrigens immer noch Munition, René. Hier liegt nur eine Banane. Ich würde nur sagen, die schießen immer noch auf mich. Ja, dann komm mal raus und geh ich durch. Ich würde gerne eine Waffe finden, die diese Munition schluckt. Was ist denn das hier? Eine SKS, Mann. 762er mal 39mm Round. Ja, SKS. Komm mal rüber hier. Wo bist denn? Wo denn? Also ich geh mal in den ersten Hangar hier hinten. Da sind wir halbwegs safe und offenes Gebiet, um Dinge abzulegen. Mann, ich will auch irgendwo sein, wo cool ist. Du bist zu uncool. Ich bin immer nur da, wo es ganz kurz cool ist und dann bin ich tot. Ja, aber ziehst doch deine Hose aus. Weil ich sexy war? Ich finde auch mittlerweile den Plan, einfach sofort loslaufen und weg aus der Scheiße und geilen Scheiß finden, hier hinten beim Airfield zum Beispiel, viel besser. Gott, mich hat einer verfolgt. War das? Achso. Roger Cicero. Echt? Roger Cicero bist du? Ja. Ein Homo-Name, ey. Also ich müsste hier was hingelegt haben. Oh yeah! Eine geile City, was ist das denn? Das irgendwann mal erscheint. Scheine, erscheine! Das könnt ihr mir bestimmt sagen, ne? Was? Ach, nicht, ich weiß, wo ich bin. Du bist wahrscheinlich in Roger Cicero. Ne, wenn da eine Stadt ist und dann genau neben abgelegene Tankstelle ist, doppelte Tankstelle, Alter. Dann bist du wahrscheinlich in Ruckeltown. Genau, hab ich auch gerade schon gedacht. Komisch, dass da eine Flair gebrannt hat und hier sonst einfach so lahmarschig ist, ne? Oh, erstmal raustappen, mich geiler Typ. Was hab ich gemacht? Ich hab irgendwas bei Winamp geöffnet. What the fuck? Ja, man kann nur hoffen, dass die Munition hier irgendwann erscheint. Ich glaube, ich habe angeborenen Schwachsinn. Das glaube ich aber auch. Der läuft von Ruckeltown gleich direkt zum Airfield. Weil hier habe ich keinen Bock zu looten, das ist voll langweilig. Zu welchem Airfield? Ja, zu dem, wo ich dann gleich wieder sterben werde. Weil da ist doch nichts zu holen. Ja, aber wenn ich irgendwas hole und dann sterbe, ist auch langweilig. Dann gehe ich da wieder hin, renne die einmal rum und dann sterbe ich. Was ein Gehole.
Ja, was bietet mir eine Alternative? Nö. Boah, wenn er sie aus dem Wind fällt. Ich renne! Aua! Bei mir hat das von lang geglitscht, wo du überhaupt hingefallen bist. Die Munition kommt hier nicht. Ja, ohne Scheiß, das waren 15 Kugeln. Das ist doch richtig behindert. Irgendwo anders gespawnt hier. Hier draußen sind sie. Jo, ich stehe. Bullshit, ey. Wegen Kopfschuss. Da schießt du mich einfach. Soll ich mal auf das Zombie da schießen? Wow! Oh, Alter! Du geschossen? Nein. Ich hab nur gesagt, jetzt krieg ich einen Kopfschuss. Von wo? Kein Plan. War ziemlich nah, hat sich das bei mir angehört. Los, kommt, stirbt mal. Aber der kann uns ja nur frontal beschossen haben. Ja, genau. Von anderen, aus der Seite her. Macht er jetzt. Los. So, Äpfelwulf. Äpfelwuffel, wenn ich bitten darf. Äpfelwuffel? Ist das der Name? Hier ist auch Gregor Kacknoob. Das finde ich auch. Das weiß keiner, ne? Kannst du was sehen? Guck gerade. Kann sein, dass das auch von der Seite war, dann werde ich gleich gefickt. Ja, dann hätte er mich doch jetzt schon beschossen, oder nicht? Stimmt, wir haben ja sichern ja beide Seiten ab eigentlich. Ja, gut. Wenn er blöd ist? Wenn er blöd ist, schreibt er hier in diesen Chat rein. Ich glaube, der war zu weit weg für den Chat. Ja, aber wenn er vielleicht nah dran ist. Und zweitens, was soll uns das bringen? Dann wissen wir, ob er in der Nähe ist oder weit weg. Wow. Eni sagt nur, wow. Was ist denn rechts von uns? Ist da Wald? Nein. Theoretisch schon, ja. Ich renne. Ich auch. Lass in den anderen Hangar. Nicht in das Haus daneben? Ich bin in einem anderen Hangar. Das Haus ist viel zu gefährlich. Das bauen die irgendwelche in den Rücken rein. Ich bin wieder beim Airfield. Hier hab ich konnte halt leider überhaupt nicht ausmachen. Dein großer Rucksacks. 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 Ich kann meine Leiche suchen, genau, geil. Vielleicht haben die meine Rider Jacket hier liegen lassen. Richtig hübsch. Obwohl ich nicht glaube, dass wir noch eine Leiche suchen. Geil, ne? Ein paar Leichen suchen. Macht immer richtig viel Spaß. So ein richtiger Äpfelwulf. So gut geschossen hat er aber auch nicht. Nee, hätte auch. Hätte mich schon umbringen können. Ich sehe ihn. Du siehst ihn? Ja. Wo denn? Für 11 Uhr. Von uns? Bei diesem Industriehaus? Nee, 11 Uhr, Pascal. Gerade raus, das 11 Uhr. Industriehaus. Ja, geradeaus, 12 Uhr. Er guckt gerade hinter so einem Baum. Ah, das neue Elfeld ist echt groß. Sag ich einfach mal so. Laut Hals heraus. Brennt er? Nee.
Oh. Bin ich da rausgekommen? Einfach eiskalt gegen das Haus geflogen. Oh! Ja. Null Problemo, Junge. Ja, komm, Georg, wir fahren jetzt einfach über die Berge.